Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Doppitz und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem HTML-Kurs-Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt bei der Lektion 15 angelangt, Kommentare einfügen. An dieser Stelle wieder mein Hinweis, unter www.html5.wlern.at kannst du noch Übungsmaterial dir näher anschauen, Aufgabenstellungen und vor allem auch etwas näher genau das nachlesen, was ich in diesem Video bespreche. Gehen wir also in diese 15. Lektion. Wir wollen uns jetzt anschauen, welche Aufgaben, welchen Sinn es hat, Kommentare in einen Quelltext einzufügen. Es gibt hier bei HTML zwei Möglichkeiten, Kommentare einzufügen. Das sind einmal einzeilige Kommentare und mehrzeilige Kommentare. Bei einzeiligen Kommentaren verwendet man diesen Tag. Der ist auch bei den mehrzeiligen gleich, nur der Abschluss ist anders. Beim einzeiligen hat man hier Strich, Strich, Größerzeichen und hier Backslash, Backslash, Strich, Strich, Größerzeichen. Hier ist ein konkretes Beispiel mit einem HTML-Grundgerüst. Schauen wir uns das gleich einmal an. Das ist hier dieser Text. Wenn wir uns den Seitenquelltext anschauen, siehst du gleich, dass hier zwar jetzt bei der Anzeige $SEEDAHMED das angezeigt wird, aber dass diese Bereiche hier, die eingeschlossen sind, dieser Kommentar also nicht eingeblendet wird und nur eben im Listing angezeigt wird. Ja, welchen Sinn hat das? Das hat den Sinn, dass wenn sich jemand den Quelltext einer Seite anschaut, zum Beispiel du selber als Programmiererin, als Programmierer, dass du dann noch genauer weißt, das macht natürlich dann Sinn, wenn du ein längeres Listing hast, auch genauer weißt, was du da gerade gemacht hast. Das heißt, man sollte hier sinnvolle Kommentare einfügen, wie zum Beispiel hier oben siehst du ein Beispiel für einen einzeiligen Kommentar. Ja, und längere Kommentare sollten eben immer einen Sinn machen. Hier sieht man unten einen längeren Kommentar und du siehst du, dass hier ut enim ad minimum veniam und so weiter, dass das hier nicht eingeblendet wird. Und damit sind wir schon bei einer zweiten guten Sache bei Kommentaren. Sie sollen nämlich nicht nur näher erläutern, was jetzt hier auch wirklich vorkommt bei diesen beim Listing, sondern man sollte auch, man hat hier auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge herauszunehmen, die man vielleicht nicht einblenden möchte, die man bei späteren Listings dann verwenden möchte, ohne dass man es eben gleich löscht. Und das habe ich hier gerade hier in der Zeile 12 gemacht. Ich habe hier einen Link, ja, der mit Loren beginnen würde. Den habe ich hier herausgenommen und könnte jederzeit dann hier diesen Kommentar wieder löschen und hätte dann hier wieder diesen Link zur Verfügung. Wenn ich die Zeile zur Gänze gelöscht hätte, müsste ich wieder überlegen, wohin soll der Link führen, was ist, worauf soll ich dann klicken. Und somit kann man sehr bequeme Art und Weise bestimmte Dinge herausnehmen. Und sie werden eben noch nicht eingeblendet. Das sind eben so praktische Möglichkeiten im Zusammenhang mit Kommentaren. Schauen wir uns das Ganze hier im Editor Skriptle an. Da gibt es ja wie gesagt eine Möglichkeit, zumindest einen einzeiligen Kommentar hier einzufügen. Das geht über Bearbeiten Code, HTML-Kommentar. Schauen wir uns das natürlich gleich in der Praxis an. Ich habe hier ein Listing, möchte einen Kommentar einfügen. Das geht dann über Bearbeiten Code, habe ich gerade gesagt, ein HTML-Kommentar. Und hier wird dann schon so ein einziger Kommentar eingefügt und ich könnte hier zum Beispiel hineinschreiben Listen ungeordnet und kann dann dementsprechend hier dann seinen Kommentar ganz bequem dann einfügen. Dann bleibt mir natürlich wiederum der Verweis darauf, die Aufgabenstellung hier ernst zu nehmen, das hier auch unten durchzuarbeiten, damit das, was wir hier gerade besprochen haben, dann auch wirklich bei Learning by Doing dann auch verfestigt wird und man es dann auch später bei der eigenen Webseite dann auch tatsächlich einbinden kann.